Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben folgende vier Themen heute für euch. Samuel Hug und seine Religion, die Metal Church. Menschheitliches Leben in Gross-WG mitten in Bern. Berns sündige Geheimnisse rund ums Rotlichtmilieu. Und Gemeindepräsident Liechti spricht über die Schäden vom Erdrutsch in Wattenwil. Die Gitarre und die Wand von der CD sind das Erste, was man sieht, wenn man den Arbeitsort von Samuel Hug betritt. Ina Häusli hat ihn besucht und mit ihm über sein vielfältiges Leben geredet. Ich bin der Pfarrer der Metal Church. Wir sind hier in meinem Büro, in meinem Reich. Es sind viele CDs und Bücher rund um Metal und Fantasy. Ja, es ist meine Herzensmusik. Es ist eine Musik voller Energie und Intensität. Auch die Härte und Kantigkeit, das ist etwas, was ich wichtig finde. Weil das bewegt etwas. Es ist noch schwierig zu sagen, was denn genau. Aber es ist Energie. Und auch das Schwierige und das Härte ist für mich nicht negativ, sondern ja, in dieser Welt sind Sachen auch manchmal auch nicht in Ordnung. Und da braucht es auch starke Antworten darauf. Religion oder das, was den christlichen Glauben eben ausmacht, das ist ja nicht irgendeine weich gespülte Geschichte eigentlich, sondern es ist auch eine sehr kantige, eine intensive Geschichte, wo es auch um auch die schwierigen Fragen geht, wo es um, ich sage, Blut, Schweiß und Tränen auch geht. Und darum ist es überhaupt ein Gegensatz zum Metal. Im Gegenteil, ich würde manchmal sagen, vielleicht ist die Art von Christentum, wo all das ausblendet, wo man vielleicht manchmal sieht, eben eher das Problem und nicht die Art, wo eben, wenn man die Frage wirklich ernst nimmt. Ich habe einfach andere Menschen kennengelernt, die beide Leidenschaften auch geteilt haben, eben den Glauben an Jesus Christus und die Leidenschaft für die Musik und den Lebensstil. Und dann haben wir uns so zusammen auf den Weg gemacht und haben dann gemerkt, wir wollten einfach auch zusammen Gottesdienst feiern auf eine Art, die uns entspricht. Und so ist aus dieser Community, die schon da war, nachher dann auch die Metal Church entstanden. Seit über 40 Jahren existiert im Breiten Rhein eine Gross-WG. Claudia und der Erich Bischof waren 35 Jahre Teil davon und haben ihre zwei Söhne mit 18 Mitbewohnern grossgezogen. Damals, als ich die Gruppe gegründet habe, wo die WG entstanden ist, ist ja sehr stark im Zentrum gestanden, das Gemeinsame, das Zusammenleben, das Zusammenteilen, die gesellschaftlich natürlich in der Wohnsituation, die dann auch schon prekär war, ist man davon ausgegangen, man will Räume finden, wo man sinnvoll nutzt und auch braucht, der Räume, und nicht so quasi leere Räume kann verantworten. Ja, wichtig war, dass es junge Leute waren, die hier zusammengezogen sind, dass man günstiger kann leben kann, dass man ökologisch leben kann. Und was ganz wesentlich ist, dass man ja, zum Teil auch junge Familien mit Kind, dass es Wohnräume gibt, wo sich Familien können leisten können und dass Kind hier günstig leben können. Das ist ja so ein Credo geworden über 40 Jahre. Ja, es ist sinnvoll so zu leben, wie man hier wegen lebt. Und es macht auch total Spass. Aber das kann man nicht verordnen. Ich denke, viele Leute wären im Grunde genommen sehr wohl in so einer grossen Gruppe. Man muss sich einfach darauf einlassen. Und ja, man muss am Morgen etwas anlegen, um Gott zu mörgeln. Aber es ist auch nicht so eine komplizierte Sache. Als ich noch klein war, hatte ich wirklich nicht viel Schnittstellen mit den Leuten. Und die sind einfach ein- und ausgegangen, also eingezogen und ausgezogen. Und das ist einfach passiert. Ich habe es nicht so registriert. Manchmal haben sogar Leute da gewohnt, die ich es gar nicht gecheckt habe. Und dann ist es sehr schön geworden mit der Zeit, als ich angefangen, die Leute wahrnehmen, mit ihnen mehr interagiert. Und ich konnte dann extrem davon profitieren, auf Leute kennenzulernen. Und ich habe es sehr fest genossen, auch jetzt. Ist für mich immer noch ein Anliegen, regelmässig viele Leute zu sehen und in einer grossen Gruppe zu sein. Und man merkt schon, dass es jetzt ein bisschen fehlt, jetzt wo ich nicht mehr da wohne, so viele Leute.
Mir fehlen die Leute hier auch, jetzt, wo ich nicht mehr da wohne. Das Schöne ist, dass man die Begegnungen einfach so dermaßen zufällig und natürlich sind, um einen extrem gut kennenlernt. Das ist völlig anders, als wenn man abmacht mit Leuten, weil einem einfach in jeder Situation innen gibt es die Begegnungen und hat man die Entscheidungen, ob man jetzt etwas miteinander zu tun hat oder nicht und wie viel. Und mit der Zeit geht es sehr, sehr ring und tut gut. Ob Bankdirektor oder Beck, Deborahs Kunden stammen aus allen Schichten der Gesellschaft. Ihr Berufsfeld, das Rotlichtmilieu, beschäftigt Menschen über die Kantonsgrenzen heraus. Ein Bericht von Ben Abeckle. Wie war deine Kindheit in Rumänien? In Rumänien war es sehr schön. Bis 7 Jahre bin ich gewachsen in einem Dorf, 30 Kilometer von Timișoara, einer großen Stadt. Mit Natur, mit Tieren. Sehr, sehr schön und ohne das Computer und alles, was gibt's jetzt für die Kinder. Nur Natur, viel, viel Natur. Und dann warst du Gogo-Dancerin zuerst? Ja, zuerst in Italien. Mehr wie 10 Jahre habe ich gemacht Gogo-Dancerin in Italien. Und ja, war sehr schön, habe gesehen ganz Italien. War mit einer Agentur zuerst und in verschiedenen Städten, Genova, Milano, Rimini, Sardinien habe eine ganze Saison gemacht als Gogo-Tänzerin. Sehr, sehr schön. Und wie war das erste Mal mit einem Mann für dich? Erstes Mal mit einem Kunde zum Wechsel vom Gogo-Tänzerin bei diesem Job war ein bisschen schwer. Ich fühle mich ein bisschen schwer, schlechte Gewissen. Aber so nach einer Woche nachher war alles gut. Und ja, wie eine Krankenschwester. Du hilfst diese Leute, machst alles gut für die Leute und ist alles gut. Der Erdrutsch in Wattenwil beschäftigt den Gemeindepräsident Manuel Lichti immer noch. Er schaut sich den Schaden an von den evakuierten Häusern und erzählt über die Hilflosigkeit der Bewohner. Als erstes haben wir das Gebiet genau anschauen mit Geologen, wie weit tut sich das ausbreiten, das Absperren, gleichzeitig die Häuser, die in diesem Perimeter sind, weiter beobachten. Und dort haben wir leider in der Kürze, also in 14 Tagen, so Sachschäden festgestellt, dass sie evakuiert werden müssen. Leider kann man das eben auch kein Experte genau sagen, wie viel Regen dass es noch mal verleiden. Sie werden das jetzt sicher in diesen Tagen ganz genau beobachten. Ich hätte gerne von den Experten, dass sie mir irgendeinen Prozentsatz nennen. Es ist die und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht in die Körbe geht. Das können sie uns wirklich aktuell einfach nicht sagen. Für das hat man jetzt die verschiedenen Messpunkte, dass man weiss, wo bewegt sich es wie, dass wir im Sicherheitskonzept definieren können, was machen wir, wenn sich der so viel oder so viel auftut. Und im schlimmsten Fall geht die Erde voll in die Gürbe rein, in einem Moment, wo es viel Wasser in der Gürbe hat. Und das ist das, was die grössten Schäden schlussendlich verursachen können, wenn das Wasser unkontrolliert in fast sämtliche Richtungen würde. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, Stand heute. Trotzdem ist es ein Szenario, und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Die Hauptgefahr im Moment ist wirklich, dass die Bäume unberechenbar fallen. Man sieht an den Orten weiter oben schon, die fallen um wie Zundhölzchen. Zum Teil bewegen sie sich um die eigene Achse herum, haben sich zwar normal still, aber wir können nie sagen, wann fällt wo der nächste Baum um. Und das ist im Moment die Lebensgefahr. Es sind nicht, dass uns die Erde verschlucken würde, wenn wir im Gebiet sind. Für die direkt Betroffenen ist die Situation wirklich extrem schlimm. Die haben
nicht angenommen, dass sie so schnell raus müssen. Die Bewegung dort hat sich so beschleunigt, dass sie innerhalb von 10, 14 Tagen raus müssen und gleichzeitig erfahren, dass sie nie mehr werden zurück dürfen. Die Gebiete werden zu roter Zone und dann verliert man das Haus, man verliert es dauerhaft. Man muss schauen, wo wohne ich in Zukunft, wo bringe ich Hab und Gut unter. Dass sich jetzt so viel intensiviert, das hat ich in diesem Ausmass auch nicht angenommen. Und das sind Momente, wo man froh ist, wenn man irgendwo diesen Leuten ein bisschen etwas helfen kann. Und gleichzeitig, wenn man vor Ort ist und das Leid sieht, sich schon fast ein bisschen dumm vorkommt, wie wenig dass man am Schluss helfen kann. Mir macht so ein bisschen mehr Sorgen, weil halt die Gefahr nicht weniger wird, sondern sich die Situation aktuell noch ein bisschen verschlimmert. Also meine grösste Angst ist, ein bisschen, dass da irgendwie Material Richtung Körper gehen könnte. Und zunehmend schlafe ich etwas schlechter. Aber es geht noch. Man denkt halt an die Leute, die man hat gesehen hat, die jetzt wirklich alles verlieren. Das war es schon wieder mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos findet ihr wie immer unter plattformjob.ch. Jetzt geht es noch weiter mit den Kollegen von Meteo News. Ich wünsche euch einen schönen Abend und merci fürs Zuschauen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am 23. im Februar, das sich recht sonnig präsentiert hat. Wir schauen voraus auf ein Wochenende, das sich auch nicht allzu leid präsentiert, speziell den Samstag. Sieht passabel aus. Wir sehen heute im Laufe des Tages, wie die Luft von Westen her abgetrocknet worden ist. Morgen am Samstagvormittag ist es zum Teil sonnig, meistens auch trocken. Das Regenrisiko ist nur klein, oder wenn es einen kleinen Niederschlag gibt, werden es dann ein paar Schneeflocken bis in tiefere Lage. Aber wie gesagt, meistens ist es trocken und die Temperaturen liegen am Samstagmorgen im Bereich des Gefrierpunkts. Am Nachmittag geht es dann darauf auf knappe 10 Grad. Es geht mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Am Nachmittag bleibt es meistens trocken. Im Mittelland bläst ein teilweise mäßiger Südwestwind. Auf den Bergen haben wir einen mäßigen bis starken Südwestwind. Ja, und dann präsentieren sich die kommenden Tage eher veränderlich mit ein bisschen Sonne zwischen den Wolken. Kann aber vereinzelt auch mal ein bisschen Niederschlag mit dabei sein. Im Moment sieht es vor allem am Montag ein bisschen nach Niederschlag aus oder dann auch wieder am Mittwoch. Und die Temperaturen, wir sehen es in den nächsten Tagen bei knappen 10 Grad. Danke vielmals fürs Zuschauen und jetzt schon ganz ein schönes Wochenende.